Hey Freunde, willkommen zu dem nächsten Türchen. Heute mal mit dem letzten TNT-Game auf jeden Fall. Ich dachte mir, jetzt geht die mal durch. So, das ist nämlich richtig TNT-Tag. So, ihr seht oben rechts ist eine Anzeige, Player, wie viele Spieler gerade noch unterwegs sind. Dann, wie lange die Time ist, bis die Bomben explodieren. Das sind die mit dem TNT-Köpfen und dem roten Namen, die Leute mit Bombe. Und ja, das Ziel ist es, so lange wie möglich zu überleben, nicht die Bombe zu sein. Und wenn du die Bombe bist, einfach die anderen Spieler halt zu ticken, sag ich mal. Ist wie Fangspielen so ein bisschen. Die nächste Bombe wird jetzt random entschieden, ne? Das könnte jeder von uns sein. Und das ist so TNT One im Schnellerklären, ne? Ist ganz lustig auch mal. Oh. Ich bin da hoch. Alter. Ah! Wo müssen wir hin? Wo möchte ich hin? Ich möchte gerne auf einen dieser großen Berge. Aber ich habe vergessen, welchen. Ich kann hier jetzt hoch, ohne getickt zu werden. Der explodiert gleich in 20 Sekunden. Da, 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 da. Ich komme da nicht ran, ey. Ich bin gerade zu blöde. Oh, hat mich nicht gesehen, bitte. Ah, 7 Sekunden. Weg, 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 weg. 5, 4, 3, 2. Yes. Hab überlebt. Der hat mich nicht erwischt. Ah. Trotzdem bin ich auf einer der großen Berge gerade rauf. Aber ich weiß nicht mehr, wo der Hochgang war. Ich bin Bombe. Da geh du mal da hoch. Danke. LG, HD. So, einen haben wir getickt. Gefickt. Da hoch möchte ich irgendwie. Möchte irgendwie da hoch, bitte. GHD. Gibt's doch nicht. Hier muss irgendwo ein Hochgang sein. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo. Ihr seid nur im Kreis rennen. 3, 2, yo, wieder überlebt. Der war hinter mir, aber. Ich bin gerade zu verwirrt, um zu finden, wo ich hoch muss. Ah, hier war das, glaube ich. Yes. Bastard. Ja, schubst mich einfach wieder runter. Dann gehe ich halt woanders hin. Oh. Da, da, da. Hauptsache, ich werde nicht die Bombe. In 16 Sekunden gehen die wieder alle hoch. Deswegen gehe ich mal hier in die Ecke. Ah, ne, können wir hoch. Ha, schön. Können wir hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Hopp. Oddi. Time 0. Ach, die sind hochgegangen. Okay, noch 9 Spieler leben. Das Prinzip ist ja eigentlich leicht zu verstehen, oder? Von TNT Tech. Ja? Okay, das freut mich. Ja, ich gehe schon da nicht hoch zu dir. Ich gehe auf meinen eigenen Berg. Bastard. Lalalala, ich bin gerne auf so einem Berg, Alter. Ah, da oben klettern sie auch. Is it? Wir gehen gleich wieder hoch. In. Bam! Eins. Blow up. Noch 8 Spieler. Schluck auf. Doing quit will won't end it. It has released. Hab ich ein schönes Cape? Okay. Ich hab immer gesagt, dass ich die Bombe bin. Das macht mich über deine panische Paranoia. Time. 6 und 5. 4, 3, 2, 1. Da oben ist auch einer, da ganz oben. Guckt euch das mal an, du. Einer ist da.
Vielleicht kommt die nächste Bombe. Jetzt wird man teleportiert, genau. Desto weiter man kommt, dann wird man auch wieder in die Mitte teleportiert, damit eben das verhindert wird, dass die Leute sich verkämpfen. In irgendwelchen Ecken und die Bombe überhaupt noch eine Chance hat, einen zu treffen. Aber ich renne dann immer direkt weg. Wieder in irgendeine Ecke. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Direkt. Es explodiert gleich wieder. Ah, ich muss mich verstecken. Ah. So, und schon sind wir hier oben wieder in Ruhe. Aber es bringt uns auch nichts, wenn wir gleich wieder teleportiert werden. Na, wir haben es geschafft. Wir sind entkommen. Na, wohin gehen wir am besten? Ich gehe da mal da hinten wieder in irgendeine Ecke da hinten. Und hoch. Noch 5 Spieler. Wir sind richtig weit. Gewinnen werden wir das vielleicht nicht unbedingt direkt beim ersten Mal, aber wir sind ziemlich weit. Cooler Spielmodus. I like it. Zack. Da. Ich bin nicht die Bombe. Oh. Folgt den Lichtschranken. Ja. In 10 Sekunden geht der nächste in die Luft. Und wir klettern in der Zeit in Ruhe hier hoch und sind erneut hier oben. Okay. So, jetzt werden wieder teleportiert. Noch 3 Leute. Das kann auch sein, dass ich gleich am Anfang schon die Bombe bin. Ich hab direkt abgegeben. Yes. Ich bin entkommen. Bombe abgegeben und entkommen. So muss das sein. Hoho. Gut, dann ist gleich Finale. Da verkacke ich immer, höchstwahrscheinlich stark. Kommt bitte nicht hier hoch. I said it. Ich krieg dich nicht, du bist zu schnell für mich. Noch 10 Sekunden. 5, 4. So. Man muss es nur timen. Das war gut getimt am Ende. Wir haben gewonnen. Crazy. So, das waren auf jeden Fall alle Modi-Sachen der TNT-Games, soweit ich das weiß, hier auf dem TNT-Games. Wobei, ich habe nichts noch nie gespielt. Wizard, oder wie das heißt. Wenn ihr das auch noch sehen wollt, meine Stimme. Wir haben noch genug Türchen-Tage offen, um andere PvP-Modis durchzugehen. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen und wenn ja, lasst doch einfach eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Nach so einer Runde TNT-Games muss man mal so ein bisschen durchatmen. Ja, ich erzähle euch jetzt nochmal eine Geschichte von Hänsel und Gretel und zwar... Nee, aber es ist jetzt das zweite Video. Auf jeden Fall wieder endlich in 1080p. Habe ich geschafft aufzudieben. Und es war gar nicht so leicht irgendwie. Ich hatte echt Probleme damit. Aber ja, Hauptsache 1080p. Ja, ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare vorschlagen, was ihr vielleicht als nächstes Türchenkette vielleicht sehen wollt. Oder welchen Spielmodus in PvP ich noch nicht hatte, aber unbedingt rein muss. Könnt ihr auch vorschlagen.
würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mich dabei unterstützt. So, genug gelabert jetzt. Wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Beauty Palace. Was?